Stier, Wochenbotschaft für dich, ältere Generation, denkt dran, bleibt am Start, fühlt euch willkommen. Stier, kommende Woche wird bei dir bewusst oder unbewusst ja eine Energie freigesetzt werden, die mit Befreiung zu tun hat. Stier, du wirst nächste Woche nicht nur gesegnet sein, ja, sondern du wirst merken irgendwann, dass die Menschen, die wirklich toxisch sind, zurückbleiben dürfen. Das, was dir die Luft zum Atmen nimmt, ja, wird gebrochen werden. Kommende Woche kann es für einige Stiere durchaus sein, dass etwas, was man nicht sehen wollte, dass etwas, was einem unbewusst ja so auf der Seele brannte, endlich sich befreit und du sagst so, oh, wie cool ist das denn? Ja, ich kann wieder atmen. Gerade wenn es in der Liebe darum geht, einen Seelenpartner vergessen zu dürfen oder zurücklassen zu dürfen, wenn du in der Liebe nicht vorankommst, wenn in der Liebe jemand gestorben ist, ja, und du noch Herzschmerzen hast, wenn die Liebe die letzten Tage, die letzten Wochen nicht so verlaufen ist, wie du das möchtest, kommende Woche heißt es für die, die in der Liebe sich widerspiegeln wollen, ja, löse diesen Prozess, der in dir ist, schaue nach vorne, okay, gebe nicht nach, sondern stelle dich diesem Schmerz, stelle dich dieser Gedankenkarusselle, befreie dich, weil diesen Verlust, den du gelebt hast oder leben könntest, wird dir nachher die Stärke geben, weil wahre Liebe wird aus der Seele heraus dirigiert, okay, ausgestrahlt und mit dem Herzen abgesegnet, okay? Das heißt, die Liebe wird für die einen oder anderen ein bisschen verzögert kommen können. Es kann die Liebe als Enttäuschung angesehen werden, aber wir haben auch den Neustart, weil hier kommt jemand, der sich bemerkbar machen möchte oder wird, dir zeigen wird oder signalisieren wird, oder die wird vielleicht auffallen, oha, dieser Mensch hat aber Interesse an mir, ja? Wenn jemand aus der Vergangenheit wiederkommen sollte, im Thema Liebe, achte darauf, ja, dass es auch wirklich die richtige Frequenz ist. Also du wirst gedanklich viel mit der Liebe, mit den Emotionen, mit den Gefühlen zu tun haben. Auch die Erinnerung aus deiner Kindheit, ja, Verluste, die du hattest, wenn jemand gestorben ist, ein Bruder, ein Vater, jemand, der dir nahe stand. Emotional kommt eine Aufräumaktion für unseren Stier, ja. Wir werden mal schauen, Stier, in den Finanzen haben wir vor allen Dingen für dich eine Rückzahlung, eine Nachzahlung, eine Begleichung, etwas, was finanziell aus der Vergangenheit noch nicht geleistet worden ist, zu deinen Gunsten, wird sich langsam bemerkbar machen oder das Resultat könnte eventuell schon nächste Woche kommen. Wir haben aber auch Einzelfälle für Menschen oder von Menschen, die keine Steuer bezahlt haben, absichtlich oder unabsichtlich, da könnte ein Problem entstehen. Für die, die eine offene Rechnung haben, die aber nicht begleichen konnten, wollten oder nicht, ja, mehr überlegt haben, es kann sein, dass nächste Woche eine Herausforderung kommt, wo du eine Situation begleichen musst, finanzieller Natur. Wir haben aber auch einen Stier, der nächste Woche sehr viel gedanklich unterwegs sein wird, Gedankenkarusselle haben wird. Völlig okay, das gehört zu dieser Entwicklungsenergie, astrologische Konnektion nächste Woche dazu, ja. Alles, was du als Aufforderung fühlst, alles, was du als Hinweis erkennst, alles, was mit Gerechtigkeit zu tun hat, alles, was mit Wiedergeburt, ja, mit Seelenfrieden, alles, was aus deiner inneren Frequenz heraus sich aufzeigen möchte, wird dir zugutekommen und du wirst sehen, dass kommende Woche alle Frequenzen, auch aus der Arbeit, auch aus der Familie, auch aus deiner Optikenergie heraus, auch Vertrauen, alles, was interne Prozesse sind, werden nächste Woche bewusst und unbewusst, ja, auch von dem Universum dirigiert, dass du in eine Kommunikation kommen kannst mit Menschen aus der Vergangenheit, mit Menschen, die ja schon mal in deinem Leben waren und man trifft die auf einmal wieder, ja, können auch alte Nachbarn sein, aber vor allen Dingen die Erinnerungen an Situationen, Glaubensrichtungen, alles, was Vergangenheit zu tun hat, wird sich nächste Woche zeigen, kann abgelöst werden und ab nach vorne. Die Freiheit naht für unseren Stier auf allen Ebenen. Die Partnerschaften könnten ein paar Karusselle haben. Ja, finanziell mach dir keine Gedanken, okay? Wenn du aber eine Situation hast, wo du merkst, ich komme nicht ganz weiter, einfach nochmal durchatmen, Stier, vorsichtig, ein Hinterhalt könnte lauern. WMIADUPSLJOV, ja, sind die Buchstaben. Und ich sag dir, schreib mich an für eine Notfall-Expresslegung, ja, weil nächste Woche werden viele von euch eine Situation haben können, wo alleine dieser Weg sehr schwer sich gestalten kann. Notfall-Express heißt,
Du hast einen Notfall, schreib mich an und am gleichen Tag bekommst du noch einen Termin von mir. Ja, und ansonsten habe ich erst wieder freie Termine für November, also sichere dir auch da schon die Termine, okay? Zielorientierte Therapie ist sehr wertvoll und sehr wichtig, schreib mich auch dort an. Jedes Kommentar wird von mir beantwortet, hier, okay? Du wirst entscheiden, stagnieren oder die Liebe und das Glück und alles anziehen, was man anziehen darf. Genieße das Leben, nächste Woche wird spannend und wir hören uns. Bye!